bin der Toni Niederberger. Ich bin Bauer hier auf dem Biohof Zug und ich bin verantwortlich für den pflanzlichen Anbau in der Betriebsgemeinschaft für alles Gemüse, Obst und Beere, die wir für Direktvermarktung anbauen tun. Ich bin Anna-Marie Schwegler. Ich bin vor allem für Gastronomie zuständig in diesem Betrieb. Super ist, können unsere Produkte zu verkochen, also direkt im Gast können weiterzugeben. Und das schätze ich Gäste enorm. Also, das macht wirklich Freude. In unserer Schür kann man Anlässe veranstalten. Wir tun die Gäste bekochen. Wir machen Aperos, Geburtstagsfeiern, Firmenanlässe. Ja. Meine Aufgabe in der Betriebsgemeinschaft ist vor allem der Hofladen, wo ich zuständig bin. Wir haben ein sehr umfangreiches Sortiment an Frischgemüse, Obst, Beere. Dann haben wir eigenes Fleisch, eigene Eier. Wir backen dreimal in der Woche Brot. Am Samstag gibt es noch Zöpfe. Konfit, die wir produzieren und sonst eingemachte Sachen. Das meiste, was man für den Haushalt, den täglichen Haushalt braucht, kann bei uns beziehen. Ich bin der Treichelköbi und wie es üblich ist in einer Betriebsgemeinschaft, hat man auch seine Sparten. Und meine Sparten ist die Administration, das Büro und ich habe noch den Kompostbereich unter mir, wo ich Verantwortung trage. Ich bin der Ueli Hürlimann und das ist meine Frau Sabine Hürlimann-Treichler. Meine Hauptaufgabe in der Betriebsgemeinschaft ist Rindviehhaltung, Ackerbau, Futterbau. Und Sabine, ihre Hauptaufgabe sind die Legehennen und sie arbeiten Teilzeit im Hofladen im Zug. An der Betriebsgemeinschaft gefällt mir vor allem auch gut, dass wir geregelte Freie- und Ferienzeit haben und dass man die gutes Gewissens auch nehmen kann, weil man weiss, die ist jemand herum, der gleich zu Stall und Land eigentlich schaut und dass man die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen kann. Zusammengekommen sind wir eigentlich aus einer Schicksalssituation heraus, dass ich aus familiären Gründen Hilfe gebraucht habe. Und wir haben schnell gemerkt, was für Synergien eine Zusammenarbeit möglich macht. Und sind jetzt seit über 10 Jahren als Betriebsgemeinschaft zusammen und haben durch das auch Projekte realisieren können, die als Einzelbetrieb nicht möglich gewesen wären. 3 Höfe miteinander, der Laden, Gastronomie, alles zusammen ist eigentlich eine riesige Arbeitsbelastung. Man macht das nur, weil es auch eine riesige Herausforderung ist und extrem spannend ist, so viele verschiedene Sachen können miteinander zu machen. Also einen Teil unserer Zukunftsvision haben wir können verwirklichen, indem wir hier die Scheuer umbauen durften und jetzt so haben können eröffnen und es weiterentwickeln, einfach den Traum können zu leben, vom Produzieren bis auf den Teller, alles aus einer Hand und alles aus unserer Betriebsgemeinschaft, den Gästen können anzubieten. Das fasziniert uns, ich denke, noch bis zur Pensionierung.